So, wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WRC 5 hier in der Karriere und in unserer WRC 2 Saison, die wir ja letztes Mal wunderschön erfolgreich hier mit unserem Skoda Fabia R5 gestartet haben und auch aktuell in der Meisterschaft damit direkt mal ganz gut reingefahren sind. Wir haben leider natürlich ein paar Rallyes ausgelassen. Unsere Rallye, die wir teilgenommen haben, haben wir komplett dominiert, also gewonnen. So wie natürlich auch, wie wir hier sehen, die Power Stage gewonnen. Dadurch 28 Punkte geholt. Und ja, wir sind aber leider die ersten vier Rallyes nicht angetreten, deswegen aktuell ein wenig im Rückstand. Wir müssen natürlich hoffen, dass wir jetzt bei den kommenden Rallyes viel Punkte holen und da andere Teams, die vor uns gestartet sind, möglichst nicht antreten. Das wäre sehr wünschenswert. Hier ist ein BMW bei. Es gibt BMWs in dem Spiel? Sehe ich jetzt gerade erst, dass BMW dabei ist. Ist das ein Mini oder ist das ein BMW? Ich wusste ja, dass BMWs hier im WRC5 drin sind. Ich bin gerade verwirrt. Okay, hinter uns ist ein BMW, ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja, wir sind auf jeden Fall zurück und ich habe auch den Schwierigkeitsgrad umgestellt. Ich habe euch ja gefragt, ey, soll ich den Schwierigkeitsgrad mal testweise für eine Etappe umstellen oder für eine Rallye und gucken wir mal, ob wir auf Fresse kriegen. Und ich kann es euch einfach mal ganz kurz zeigen, dass ich das gemacht habe, dass ihr mir das auch abkauft. Dass wenn wir halt wieder diese Sekunden Vorsprung haben, wir wissen woran das liegt dann. Da, Schwierigkeitsgrad. Experte, es ist auch hoch, also mehr geht nicht. Wir spielen jetzt auf Maximum, mehr kannst du bei WRC5 nicht machen. Und ich fahre weiterhin genauso scheiße wie die letzten Rallyes. Also von daher, im Normalfall, wenn das Spiel wirklich anspruchsvoll ist, müsste ich jetzt derbst aufs Maul bekommen. Gucken wir mal. Ich gehe nicht mit der Einstellung ran, dass es passieren wird, aber es kann ja passieren. Ja, die nächste Rallye, die wir teilnehmen, ist auf jeden Fall, ja, Italien fahren wir jetzt. Rallye Sardinien. Und ja, nette Aufteilung haben wir. Power Stage am dritten Tag sind zwei Tage hintereinander drei Rallyes oder drei Etappen. Das wird sehr, sehr interessant. Das riecht mal die Längen gucken. Hier sind 7, ja, 10 Kilometer, etwas über 10 Kilometer. Das wird schon ein bisschen was wir tun werden. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal rüber nach Italien. Das wollte ich jetzt nicht. Ich will das nicht machen. Kann ich das? Spiel! Ich will das nicht machen. Hauptmenü. Ja. Mann, ich weiß nicht, warum man jedes Mal das Rallye-Tutorial aufzwingen will. Ich will das nicht fahren. Ich fahre jetzt schon ein bisschen. Ich weiß, was ich hier tue. Ich tue es, als wenn ich wüsste, was ich tue. Aber ich weiß genau, was ich hier tue. Ich bin Meister meines Fachs. Mit viel Ironie und Sarkasmus. Und Verplantheit. Und vielen Fehlern. So, nächste Rallye. Nein. Ja, man kommt halt so, ich möchte nächste Rallye. Und dann kommt so, ja, nein, ja, eigentlich will ich ja schon, ja, ich will jetzt nicht, du lest den Text nicht mehr durch. Naja, gut, so, ich würde mal sagen, jo, lass fliegen, ne? Gucken wir mal, was wir hier rausholen können. Ich habe keine Ahnung, wie gut die anderen Teams sind, auf Experte jetzt. Die Sardinien-Rallye, sind wir die letzte Mal gefahren? Ich glaube nicht, ne? Rallye Sardinien sind wir, glaube ich, letztes Mal gar nicht gefahren in der WRC, Junior WRC. Ich glaube nicht, also fahren wir jetzt die das erste Mal jetzt. Da bin ich mal gespannt, was wir hier so in unserem Fabia reißen können. 30, rechts, 5, 4, 8, 9, 10, jetzt auf 2 minus, schwer, so auf Experte. Oh, mein Fossilbeck wieder richtig. Nebenbei, das liegt in der letzten Folge, ging es auch noch nicht richtig wieder, falls man fragt. Das geht jetzt komischerweise wieder komplett. Das finde ich sehr, sehr gut. 30, spitz links. Weil ich dadurch wieder ein bisschen mehr Feedback vom Fahrzeug bekomme. Das hat mir nämlich letzte Folge auch noch gefehlt, aber ich habe mich da so ein bisschen damit abgefunden gehabt schon. Muss ich ganz klar sagen. Ich meine, diese. Boah, die Rallye-Sardinien sind wir nicht gefahren, wenn ich mich irre, weil ich kann mich an das Symbol nicht erinnern. Ich meine, die fahren wir jetzt das erste Mal. Leicht aufgesetzt, von rechts die Aufhängung ein wenig beschädigt, aber noch im Rahmen, dass das reparierbar ist. Natürlich sollte ich das nicht zu sehr übertreiben, weil wir drei Etappen natürlich jetzt den ersten Tag hier fahren dürfen. Das ist ein bisschen was. Bisher kommen wir ganz gut durch. Jetzt geht's in den Wald. Achtung. Ja, ein bisschen weit raus. 50, links 4, sehr lang, innen, Kuppe, gut erwischt. Oh, es fährt sich jetzt gerade schon deutlich. Ah, was zum auf Geier? Ah, ich habe die Straße nicht mehr gesehen. Rechts, deutlich angenehmer als die letzten beiden Ausgaben. Aber wie gesagt, letzte Folge ging es auch nicht, aber da bin ich noch nicht mehr drauf eingegangen, weil ich es einfach akzeptiert habe, dass es keinen Bock mehr hatte auf mich. Aber jetzt ist was Feedback wieder da. Ich weiß nicht, warum es jetzt wieder geht und das letzte Mal nicht. Keine Ahnung, ich habe nichts geändert an meinem Setup. Links 3, schneiden. Aber na gut, nehmen wir gerne mit.
Mein Kopf ist ein bisschen angestrengt, weil ich jetzt ungewohnt wieder so viel lenken muss, also ein bisschen Kraft aufwenden muss. Das sind aber fiese Hinkelsteine in, das ist ja mies, Alter. Aber hier Begrenzungssteine, da sind hier ganz fies außen, ihr seht, hier sind auch Felsen. Und der Stand der Sonne hilft gerade nicht ungemein, dass ich hier sehe, wo ich hinfahre. Auf rechts 2, sehr kurz, hin, links 3. So. Auf links 3 minus. Hoppala, Achtung, Steine, boah. Haben wir. 50, rechts 3 minus lang. Kommen bisher sehr, sehr gut durch, die erste Etappe hier, kann man jetzt nicht meckern. Wenn wir jetzt hier vorne landen würden, wäre das auch noch okay. Oh, fuck, 5 Sekunden Strafe fürs Karten. Scheiße, okay, damit werden wir die Etappe nicht vorne landen. Scheiße. Okay, müssen wir merken, die Zäune sollte ich ganz gewaltig auslassen eben. Jetzt kaum bei das Spiel eine 5 Sekunden Strafe rein. Dafür gibt es Strafen, wie gesagt, wenn ich aber abgeschleppt werden muss, beziehungsweise Karpaten geholt werde, ist das voll okay. Ich habe die Donau nochmal auf letzte Folge. Ich hätte gedacht, dass ich meinen Rallye-Sieg weggehauen hätte, wow. Aber es dann doch nicht getan hatte letztendlich. Aber hier werde ich jetzt meinen ersten Etappensieg schon mal weggehauen haben, weil 5 Sekunden werden wir nicht reinholen. Wir müssen uns nicht arg wundern, das haben wir selbst auf dem niedrigeren Weg gerade nicht geschafft. Oh, ein bisschen schnell gewesen. 100, Achtung, links 3 plus, Wacht zu, links 1 plus. Rechts 1, schneiden, in, links 5, und geschafft. Boah, das ist aber ein mieses Finish, Alter, jetzt mal kein Scheiß. Puh, okay, wir kamen gut durch, ein, zwei Schäden an der Aufhängung, aber sonst sehr, sehr gut eigentlich durchgekommen, boah. Aber wir kriegen derbst auf Fresse, wir kriegen jetzt mal richtig die Fresse poliert. Alter Verwalter, man muss ja die 5 Sekunden abziehen, dann sind wir aber noch bei 12. Da wäre ich 12. Ne, 13. 14, da wäre ich. Ich hätte gerade mal einen Platz mehr. Alter, ihr wollt mich doch trollen. Ja, gut, ich hab's provoziert. Wir wollten ausgucken, was Experte macht. Weil wir haben ja gesehen, auf schwer war es ja so lala. Also man konnte locker gewinnen, auch mit vielen, vielen Fehlern. Auf Experte meinen die das knallhart ernst. Kann ich das während des Spiels so umstellen? Nee, ne? Während der Etappen geht das nicht mehr. Okay. Gut, ja, wenn wir eine Rallye jetzt haben, wo man mal derbst die Fresse poliert bekommt. Okay. Okay, ist ja schön, dass die Schwierigkeitsgrad von schwer, von 1 Sekunde Vorsprung auf 12 Sekunden Rückstand schwankt. Ist schon ein interessanter Kaliberstart, weil ich muss ja jetzt sagen, die erste Etappe, das sieht aber gerade grafisch ganz schön nice hier aus. Finde ich gerade sehr, sehr geil von der Beleuchtung, ja. Also ja, wirklich von ich dominiere da komplett, auch wenn ich nicht massiv dominiert habe. Jetzt zu, ich hau dem direkt, ich bin hier direkt Runde 1 eigentlich K.O. im Boxen. Irgendwie hat das gerade geschwankt. Okay, jetzt hab ich zwei drauf. Oh, da hab ich die Kühe beschädigt. Nur leicht, solange das dabei bleibt, alles cool. Solange ich noch Gänge wechseln kann. Wir hatten schon einmal den Spaß in der Junior WRC. Dass wir gar keine Gänge mehr wechseln konnten. Das war ein Spaß. Für Ohr und Gefahrgefühl. Na komm schon. Ich muss jetzt wirklich... Oh, Alter! Ja. Okay, da gebe ich mir jetzt einmal einen Neustart. Jetzt mal keinen Scheiß. Okay! So viel dazu. Ja, gut. Dann verkacken wir in Sardinien halt mal massiv. Schwer, Experte heißt auch, wir nehmen dir komplett jeden Neustart und jedes Spuren zurück. Yay! Boah, das ist ja jetzt mal richtig für den Arsch. Jetzt kriege ich die Fresse poliert, also jetzt nimmt das Spiel auseinander. Okay, ich hab's herausgefordert, hier kommt die Antwort. Ah, oh, fuck. Na gut, dann versuche ich wenigstens schön zu fahren, auch wenn das uns nicht viel in der Meisterschaft weiterbringt. Wir werden das nächste Mal, also wenn ich wieder hier jetzt doch mehr auf die Fresse kriege in dieser Runde. Ich muss auch sagen, diese Etappe bin ich jetzt auch nicht wirklich schnell unterwegs. Hoppala. Vollbremsung auf, Haarnadel links, für rechts. Wenn, mal gucken, wie wir die nächsten Etappen abschneiden. Ich weiß nicht, ob wir da weiterhin die Fresse poliert bekommen. Wenn das aber da bleibt, also dass wir so auseinandergepflückt werden, obwohl ich jetzt nicht unbedingt langsam fahre, weil die erste Etappe war ja okay. Klar, sie war jetzt nicht feil schnell, aber sie hielt sich ja im Rahmen vom fahrerischen Können. Das liegt ja nicht am Wagen. Der R5 Fabia ist ja eigentlich mit eines der besten Autos der Klasse. Dann werden wir voraussichtlich darauf zurückgreifen, dass wir dann doch wieder in Schwierigkeiten runtergehen werden. Weil das mir so ein bisschen den Spielspaß killt.
weil ich kaum noch kurz kommentieren kann, weil ich ja nonstop darauf konzentrieren muss, was ich hier fahre, weil, wie gesagt, da spielen mich sonst Vögel. Trocken. Anlauf. Ohne Ankündigung. So ungefähr. Seht ihr, das ist nicht schön. Ganz eine Vergewaltigung. Aber ganz auch nur dran, weil ich mich ja vorher selbst aufgefordert habe. Also von daher kann ich nichts dagegen sagen. In rechts 4, sehr kurz. In links 4 und geschafft. So, mal gucken, wie wir jetzt die Fresse poliert haben, weil ich bin ja auch nochmal rausgerutscht. Komm, gib mir richtig. Wieder 17 Sekunden, ich habe irgendein Déjà-vu. Ich habe ein Déjà-vu. Jetzt habe ich so ein Gefühl, jetzt rücken wir immer 17 Sekunden rein. Ich habe jetzt das blöde Gefühl, das wird jetzt jede Rallye passieren. Jede Etappe, wenn ich fahre die sauber und habe trotzdem 17 Sekunden. Ich habe das blöde Gefühl, jetzt hat das Spiel vor mir jedes Mal 17 Sekunden reinzudrücken. Ich habe eine Sekunde Vorsprung. So, jetzt nochmal die erste Etappe, wenn ich mich nicht irre. Nur eben bei anderer Lichtstimmung. Los, los. 30, ja, los, rechts, los, ist gut. Für, Achtung, links 2 minus, für, Kuppe, rechts 2 plus. Oder ich weiß nicht. Wir werden auf jeden Fall ein, zwei Etappen werden sich wiederholen. Das weiß ich. Wenn die nochmal bei anderen Lichtverhältnissen fahren werden. Boah. 30, spitz links. Voll auf die Aufhängung gesprungen. Der Stoßdämpfer hat mich gerade gegrüßt, regelrecht. So bin ich ja gerade aufgejumpt. Ja, ja, wir fahren die erste Etappe gerade nochmal. Links nicht schneiden. Komm schon. 60, links 1, halten auf, rechts 1, nicht schneiden. Oh, voll in den Felsen geklart. Ja, Hallöchen, Spieler Gummibärchen. Für rechts 3, kurz in links 2, auf links 3, kurz in rechts 2, minus links halten, 3. Das ist halt jetzt echt nicht, wo ich die Zeit gucken soll. Klar, ich war hier und da auf gar keinen Fall perfekt, also perfekten Fahrstil habe ich gar keinen Fall drauf. Rechts 3, in links 3, aber das erwartet mich perfekt anscheinend von einem. Also wirklich, dass du perfekt mit Vollgas durch diese Etappen durchballerst, wie irrer. Und auf schwer ist halt so, naja, lass dir ruhig ein bisschen Zeit. Fahr ganz okay, dann ist das, reicht uns das schon. Das ist halt leider ein kacken Kontrast. Also der Schwierigkeitsgrad, der Abstand zwischen den Schwierigkeitsgraden ist falsch. Denn du kannst nicht von schwer auf Experte so einen massiven Unterschied verlangen. Das funktioniert nicht. Dann hätte ihr irgendwas dazwischen noch machen müssen. Also schwer, ein bisschen schwerer und Experte. Aber nicht schwer und aufs Maul. 30. Ich mache aber keinen Scheiß, es ist vom Grad, wie viel schwerer es ist, nicht im Verhältnis. Weil schwer ist nicht schwer und Experte ist halt dann Ultra. Sei wie jetzt die 5 Profi und habe die Spiel 5 mal durchgezockt, dann kriegst du vielleicht irgendwas hin. Weil ich habe die Etappen und das Auto schon mal vorgefahren, weil Sardinien fahren wir gerade das erste Mal. Und den Fabia auch hier das erste Mal, also von daher. Und so, wenn die Saison so weiterläuft, werden wir auch hier drauf hinauslaufen, dass wir auch nächste Saison mit denen fahren und nicht WRC 1. Wenn ich ja gerne bei VW fahren würde, obwohl, vielleicht kann es einfach unsere WRC-Team dann einfach kriegen. Auf, links 3 minus. 50, rechts 3 minus. Lang. Dann haben wir gleich erstmal den ersten Rallye-Tag soweit abgeschlossen. Wir müssen aufpassen, dass wir diesmal den Zaun hier nicht cutten. Diesmal ausgelassen, sehr gut. Achtung, rechts 1 plus. Auf, A-Nadel links. Fahrnadel rechts nicht schneiden durch Tor. 90, Gefahr, Sprung in links 4. So, müssen wir Schwung hier nehmen? Ups, ach du Scheiße. Boah, fuck, fuck, fuck. Natürlich, natürlich. Ach, natürlich. Ja, hätte ja gut laufen können, hätte ich jetzt den Sprung nicht massiv versemmelt. Ich bin vorher, die Runde vorher, wir sind hier, wie gesagt, die Etappe ja schon einmal gefahren, bin ich halt sehr vorsichtig rangegangen, weil ich nicht wusste, was danach erwartet. Jetzt wusste ich's. Aber nicht aus der Wagen gleich plötzlich einen Katapultsprung macht. Links 3. Jetzt habe ich mir den Motor beschädigt. Ja, ach du Scheiße, jetzt ist er voll im Eimer. Ja gut, man muss so sagen, ich habe die Schilder komplett abgeräumt, danach bin ich noch voll in den Graben gerutscht. Ist ja nicht so, als hätte ich jetzt nur minimalen Schaden verursacht. Das war schon so ungefähr, wie der Schwierigkeitsgrad umgeht, hau ich den Wagen gerade aufs Maul. Wow. Links 1, schneiden. In links 5 und geschafft. Ich sage mal 17 Sekunden. Also, wenn das jetzt stimmt, ne, dann ist irgendwas falsch. Denk gerade, ich will gerade halten. 19 Sekunden, okay, alles cool. Ich bin der Letzte der WRC-Kategorie mit 51 Sekunden abgeschlagen. Aber wirklich abgeschlagen. Wir kriegen diese Rallye so aufs Maul, das ist schon abnormal. Boah, verprügelt mich das Spiel gerade. Kann ich den Schwierigkeitsgrad hier irgendwo noch ändern? Nee, ne? Ja, was können wir noch reparieren? Motor komplett heile, Lenkung komplett heile, Getriebe.
Ja, neben dem verfickt hohen Schwierigkeitsgrad kommt jetzt auch noch hinzu, dass mich das, dass mir mein Wagen gleich auseinanderfliegen wird. Die Bremse ist komplett fast im Arsch, die Reifen sind fast komplett im Arsch, die Aufhängung brauchen wir nicht drüber reden, die Elektronik hat gewaltig einen weg und die Karosserie ist auch kaum noch vorhanden. Und damit darf ich jetzt 3 Etappen fahren. Ja, Logo! Ja, ohne Probleme! Pff, komm! Okay, wird schon mal eine Rallye zum Vergessen. Nächstes Mal stellen wir den Schwierigkeitsgrad wieder runter. Weil erstens, ich kann nicht neu starten. Zweitens, ich darf nicht zurückspulen. Drittens, die KI nimmt mich auseinander. Viertens, ich nehme meinen Wagen auseinander. Aber dafür kann ich KI nur Schwierigkeitsgrad. Das ist mein einziger fahrerischer Skill dafür. Links, 4, rechts, 3, wacht, zu, rechts, 2, ich kann aber echt aufpassen, dass ich weiter was kaputt mache. Aber hilft jetzt auf jeden Fall mit dem Dunkelfahren. Oder beziehungsweise mit Dämmerung. Links, 3. Wenn wir eine fehlerfreie Etappe haben. Die erste Etappe sind wir gar nicht mal so schlecht gefahren, bis eben auf die scheiß Karten. Aber das wäre ja trotzdem viel zu langsam gewesen. Leider kenne ich die Etappen halt überhaupt noch gar nicht, weil wie gesagt, wir sind ja noch nicht gefahren. Bremse, Macht zu, rechts 1, öffnet, in links 2 minus. Links 2. 60, rechts 4. So, volle Konzentration hier. Auf links 2 lang. Ab hier wiederholt sich auch die erste und zweite, der dritte Etappe des Tages. In rechts 3 minus 8 zu auf Kuppe. 40, Gefahr, Haarnadel links. So, jetzt müsste ich meinen eigenen Motor, aber da weiß ich schon, ist irgendwas schief gelaufen. Plus, der Sektor kam jetzt eigentlich relativ gut durch. 70, rechts 4 auf, spitz links auf, Achtung, Abzweigung, links A30, Kuppe, Vollgas. Ah, shit, am Schild hängen geblieben, aber alles cool. Das Problem ist, es wird die nächste Etappe richtig schlimm werden, weil der Wagen nämlich massiv das Rutschen anfangen wird. Warum? Weil die Reifen im Arsch sind. Kriege ich da noch Kurven? So lala. Kriege ich die Kurven noch, weil ich gut anbremsen kann? Nein, weil meine Bremsen nämlich auch bald im Arsch sind. Heißt, ich werde nur noch rumrutschen und überall rausrutschen. Also, es wird darauf hinauslaufen, dass wir jetzt voll die Packung bekommen werden. Die Tappen am Tag sind aber auch viel, ey, weil der Wagen nutzt halt mega dadurch ab. Also, die Reifen und Bremsen sind halt Verschleißteile hier. Nach 3 Etappen sind die halt normal herunter. Macht stark zu rechts 1 minus, rechts schneiden, für links 2 plus lang. Komm rum, links 1. 50, Achtung, da bin ich jetzt runtergerutscht. Für spitz links, rechts, oh shit. In rechts 1 minus. Auf spitz rechts, sehr lang. So, letzter Sektor. Rechts 2 kurz, in links 2 plus. Hier ist er. Boah, rutscht der. Heilige Scheiße. Ich stand voll auf der Bremse gerade. Hat mich nichts gebracht. Ja, das kann ja lustig werden, wenn die nächsten beiden Etappen nur noch schlimmer wird. Ja. Wie ein Träumchen mit dem Wagen. Grippbedingung 1A. Jetzt will ich auch noch auf Eis fahren, aber tue ich ja nicht. Und das mit Slicks wohl gemerkt. So, gefühlstechnisch. So. Wow. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir den ersten Platz einholen. Krass, mit dem Wagen erste. Okay, nicht schlecht. Zwar nur knapp, aber wir haben ihn reingeholt, beziehungsweise vom dritten sogar relativ deutlich sogar mit 2 Sekunden. Ich bin jetzt mal gespannt, wir fahren jetzt nochmal die nächsten Etappen durch, weil es ist, gibt mir jetzt gerade ein bisschen zu denken. Als wenn du wirklich gut durchfährst. Wir sind diese Etappe wirklich sehr, sehr gut durchgekommen. Keine großen Fehler, wie gesagt, einmal am Schild hängen geblieben, aber das ist eine Nebensache. Wenn man da wirklich gut durchkommt und allem, kann man also auch vorne landen. Ich muss mal gucken, wir fahren jetzt die nächsten 2 Etappen nochmal. Ich sehe ja, wie gut, der Wagen wird jetzt relativ scheiße fahren, wegen Bremsen und Reifen, brauchen wir nicht drüber anfangen zu reden. Wir werden mal gucken, wie wir da abschneiden, weil das ist auch so wichtig wie ein Schwierigster, weil ich will es halt ausgeglichen haben, dass ich fordern ist. Es ist jetzt aktuell, die erste Etappe war zu fordernd, auf jeden Fall. Jetzt bei der vierten ging es komischerweise. Insgesamt sind wir damit aber immer noch auf 5. Haben aber gut aufgeholt eigentlich. Ist aber so, Top-10-Ergebnis wäre halt noch geil. Aber ich halte das nicht für realistisch. Werden wir mal gucken. Ich glaube, die 6. Etappe dürfte nochmal dieselbe sein, nur in der Abenddämmerung.
Könnt ihr mir also entgegenkommen? Müssen wir mal schauen. Ihr seht, meine Reifen sind am Blinken. Die sind komplett Exikus. Wir werden komplette Grip-Probleme kriegen jetzt. Vielleicht noch rausbeschleunigen oder auch in Kurven fahren. Werden wir das massiv merken. Ja, ihr seht schon, ne? Komm ich durch. Ja. Das hat sich damit erledigt. Der Motor nämlich auch wieder im Eimer. Brauchen wir nicht drüber reden. Mir ist der Garagen gerade einfach weggerutscht. Keine Chance, da was zu halten. 80, rechts 1 minus, rechts schneiden. 30, oh, scheiße. Ja, keine Chance mehr. Der Wagen ist nicht mehr fahrbar. Keine Chance, dass er einlenkt. Boah. Alter. Auf, Kuppe, links 2, halten. Das Gefühl ist ja nur noch am Rutschen. 80, links 2, oh Gott. Ich werde noch nicht ins Ziel kommen. Der wird mir vorher höchstwahrscheinlich irgendwo noch verrecken. Aber gut, sagen wir mal so, schreibt mir einfach mal rein, was haltet ihr von dem Schwierigkeitsgrad? Ich bin einfach mal auf eure Meinung gespannt, schreibt mir einfach mal rein, sagt ihr, das ist viel zu hart und geh wieder zurück, oder sagt ihr, nee, da musst du halt ein bisschen mehr anstrengen, dann kriegst du das auch hin. Wie gesagt, da gebe ich gerne nach euch, auch mit, ihr entscheidet ja mit dem Display hier. Auf, Gefahr, links 1, halb auf, rechts 4 plus, 8, stark zu, rechts 1. Ich stand voll auf der Bremse, ich habe voll eingelenkt, es wird nichts davon umgesetzt, weil fick dich. Boah. Ist das eine Rotze? Ja gut, wir werden nicht in die Top 10 kommen. Ich will diesen Power Stage noch 3 Punkte mitholen, also werde ich noch ein bisschen versuchen zu pushen. Unfahrbar der Scheiß, unfahrbar. Für vorsichtig, rechts 1 minus. Auf, spitz links. Ja, Motorleistung ist gerade am Abkacken. Wie gesagt, rutschen tut er schon wie Sau, Bremsen packen einfach gar nicht mehr zu. Rechts 3 halten. Ich muss natürlich, trotzdem sagen, ich bin natürlich schuld selber an den Schäden. Schuld! Boah! Alter! Jetzt hat er gerade plötzlich blockiert. Auf, Kuppel A vor. Nicht gut. Auf, Spitz rechts, macht stark zu rechts 2 minus. Für rechts 3 minus, lang in links 1 plus, öffnet sich. Boah, Alter, ist der am Rutschen. Und man hört ja auch am Motor, also am Geräuschen, dass der Motor gerade nicht mal ansatzweise Leistung abrufen kann. Ne, ich muss immer wieder in den ersten runter. Das tut nicht gesund. Links 2, lang auf, rechts 5. Der Drehzahl schwankt auch. Drehzahl schwankt auch noch. Links 4. Okay, wow! Irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Ich schätze, die Reifen haben es jetzt mittlerweile voll ans Limit getrieben. In Kuppel auf, rechts 4 minus auf, links 4. Klingt auf jeden Fall nicht gesund, der Wagen. Gar nicht gesund. Ihr seht, der stand voll auf der Bremse. Keine Chance mehr. Ja, jetzt hat er mich auch noch zurückgesetzt. Ja, Federung vorne im Eimer. Ich kann nichts mehr fahren. Scheiße. Ich könnte natürlich sagen, okay, gebe die Rallye auf, aber wie gesagt, ich will die Power Stage Wesen mitnehmen, um da vielleicht noch einen Punkt zu holen. Obwohl, wir müssen den ganzen Wagen reparieren, das funktioniert nicht. 30, Kuppe für spitz links. Das wird nicht funktionieren jetzt. Power Stage können wir aufklingen, da werden keine Punkte rausfallen für uns. Auf, rechts 5. Für Gefahr, rechts 2 minus. Auf, links 3 plus. Der Motor wird gleich rausfallen, wir werden hier aufgeben müssen. Ich krieg keine Kurve mehr, ich kann es vergessen. Scheiße, das ist doch dumm. Ja. Ja, das ist unsere maximale Leistung, die wir abrufen können. 70 durch Tor. In rechts 5 minus. Bremse. In Kuppel auf. Links 3 minus. Gut, sagen wir mal so. Der Schwierigkeitsgrad war in den ersten drei Etappen relativ knackig. Brauchen wir nicht drüber reden. In der vierten habe ich es ja dann nochmal geschafft. Die Schäden, die wir jetzt haben, schiebe ich dem keinenfalls, sagen wir mal, dem. Schwierigkeitsgrad zu, obwohl ein bisschen schon, weil wir hätten ein, zwei Etappen hätte ich gerne nochmal neu gestartet, weil das relativ frühe Fehler waren. Da hätte ich mir, sagen wir mal, sowas wie ein Neustart auch eingestanden. Ich denke mal, wäre auch soweit okay gewesen, weil sonst einfach das jetzt passiert ist, dass wir eben nicht neu starten können und deswegen eine total abgefuckte Karre haben, wegen mal ein, zwei Flüchtigkeitsfehlern. Auf einer Strecke, die wir halt vorher noch nie gefahren sind. Das ist das Problem. Ich kenne Sardinien halt gar nicht. 80, rechts 1, keine Chance. Motor ist im Eimer. Deswegen leider doof gelaufen. Ja, ich wäre dafür, dass wir Schwierigkeitsgrad nächstes Mal wieder auf schwer stellen. Rechts 4 plus. Boah, das klackt ja richtig schön.
Schreibt mir mal gerne mal eure Meinung dazu rein. Wie gesagt, ihr könnt da ein bisschen mitentscheiden. Wie gesagt, ich wäre dafür. Aus dem einfachen Grund, KI ist halt dann, sagen wir mal, auf jeden Fall auf unserem Level. Vielleicht ein bisschen drunter. Aber wir können auch sowas wie Neustart. Also wenn der Wagen einfach ein bisschen kaputt gefahren worden ist, können wir es nochmal neu starten. Weil ihr seht, jetzt sind wir halt hier in der fünften Etappe von sechs. Und ja, unser Wagen hat den Zustand hier. Die nächste Etappe brauchen wir gar nichts antreten. Das wird gar nichts. Ich fahre dann mit im ersten Jahr mit 40 km/h die ganze Etappe. Und ja, Power Stage brauchen wir auch nicht versuchen, weil wir vorher noch reparieren müssen. Wir haben aber nicht genug Zeit, diesen Wagen in Stand zu setzen. Da wird die Power Stage natürlich auch flach gefallen. Wir werden jetzt kurz noch die Stage zu Ende fahren, aber dann werden wir, glaube ich, bei der nächsten schon aufgeben dürfen. Geschafft. Weil, ja, entweder wird uns der Magen ausgehen am Start direkt, oder wie gesagt, wir kriechen hier mit 40 dahin, weil keine Leistung mehr abgerufen werden kann. Das ist im Eimer. Schade! Das ist keine gute Rallye-Sandinien gewesen, nicht gut für unser Team. Aber ich sehe, wir haben vorhin auch, ja, guckt euch mal die Aufhänger an, wie die Reifen stehen. 1 Minute 32 Rückstand. Ja, das ist relativ durch. Scheiße. Na gut, wir versuchen mal kurz die sechste Etappe noch die fünfte von sieben war es, so rum. Kurz mal anzugasen, ich guck mal kurz. Da wird nicht viel passieren, glaube ich. Los. Nee, Spitz schade. Für rechts 3, macht zu rechts 2. Das wird leider nichts. Wir werden hier diesen wunderschönen Button leider drücken müssen. Schneiden. Dürfen wir dann, ja, ist glaube ich ganz aus dann, ne, schätze ich mal. Oh nee, wir dürfen die siebte Stage sogar theoretisch fahren. Das krasse ist, der Motor ist heile, aber Lenkung auch heile, Getriebe, lala, Bremsen, lala, oh, Reifen einfach runter, wir haben keine Reifen mehr. Ist von daher. Können wir diese wunderschöne Betas drücken, weil das können wir vergessen, da wird nichts mehr funktionieren. Wenn ich jetzt auch weitergehe, dann stehe ich nicht in der Wertungsprüfung, oder? Dürfte ich komplett aufgegeben haben im Normalfall. Nee, ich bin sogar hier, okay. Also müsste ich die sogar noch fahren. Ja, komm, scheiß drauf. Dann probieren wir sie einfach noch. Wir werden sie noch fahren. Wie gesagt, Chancen haben wir keine mehr. Brauchen wir nicht drüber reden. Die Power Stage werden wir nicht schaffen können. Aus dem einfachen Grund, dass unsere Reifen... Wir haben keine Reifen mehr. Unsere Reifen haben keinen Grip mehr. Und ohne Grip haben wir ja gesehen, wohin das gelaufen ist. In der fünften Stage hat uns das ja nonstop jede Kurve rausgesammelt. Na gut, wir geben noch was Beste. Komm, wir brauchen noch was raus. Probieren wir es einfach noch mal. Sehen ja, wie schnell wir den gegen den nächsten Morgen gesammelt haben, weil der Grip uns fehlt. Werden wir mal ausprobieren nochmal. Vielleicht holen wir auch noch 3 Punkte raus, wenn wir jetzt komplett wahnsinnig fahren. Ich werde jetzt einfach mal voll ans Limit gehen, weil anders bleibt es eh nicht übrig. Aber damit können wir vielleicht noch 3 Punkte für die Meisterschaft retten. Achtung, Bremsen, Abzweigung, links abschneiden. Für Kuppe, Vollgas. Sogar gerade dank dessen, dass die Bremsen noch vorhanden sind, weil die waren im vorhin komplett gefritten, können wir jetzt noch anbremsen, aber die Bremsen gehen jetzt auch down. Die sind jetzt auch schon mega abgenutzt. Die werden während dieser Etappe uns jetzt leider verlassen. 30, spitz links. Leider ist die Stage relativ lang. Ich komme nicht so wirklich entgegen, weil wie gesagt, Reifen sind runter, ich rutsche wie bescheuert, das merke ich auch. Ich brauche beim Einlenken mega lange, um rumzukommen. Aber wir haben jetzt gerade zumindest Bremsen im Gegensatz zur fünften Stage. Aber die sind halt so weit runter, dass sie auch im Laufe dieser Etappe draufgehen werden und uns leider nicht mehr begleiten werden. Das werde ich nicht mehr merken. Rechts 2, macht zu, rechts 1 plus, sehr kurz. In links 1 plus. Auf Kuppe. Aber solange versuche ich nochmal am Limit zu fahren. Vielleicht kriegen wir es ja hin, bis einen Punkt hier aus der Linie mitzunehmen. Das wäre ja ein Träumchen zumindest. Achtung, rechts 5, Abzweigung, links ab durch Tor, Verengung. Für Spitz rechts auf, Kuppe rechts 3 plus. 70, links 3, lang durch Tor, Kreuzung, Nacht zu. Vorne, der Scheiße, das hat mich gezeigt, gekostet. Ich hab nicht gesehen, wo die Abbiegung kommt. 30, spitz links, in rechts 5, schneiden. Auf, links 2 plus, sehr kurz, in rechts 3, öffnet sich. In links 2 minus, öffnet sich, für Kuppe. Ja, gerade kommen wir noch rum, die Bremsen packen zumindest. Hopsala. Gefahr, Haarnadel links, nicht schneiden. Aktuell habe ich noch Bremsen, die funktionieren. Das ist ganz hilfreich, weil du dadurch relativ spät noch anbremsen kannst. Da kannst du, einzige Problem ist halt wirklich schon beim Rausbeschleunigen, merkt man es auch. Ich finde keinen Grip mit den Reifen. Die rutschen halt nur.
nicht so geil, um schnell zu bleiben. Wow, okay. Problem ist weiterhin Reifen blockieren, auch beim Anbremsen. Holla. Riechen blockieren, ich kann nicht mehr einlenken. Scheiße. Mein Gott, bitte weniger Abzweigung. Das frittiert meine Felgen, meine Bremsen regelrecht. Rechts 2 hoch, auf, links 2, öffne dich, hin, rechts 4, öffne dich. Wenn du spielst, wenn du mir jetzt hier keinen ersten Plätze gibst, ne, ich hau dich. Ich bin gerade so das Ding am Peitschen. Das Skoda ist eigentlich mega schon am Arschen, ich peitsche das Ding trotzdem über die Stage mit ihrer. Ach, komm schon. Ist aber auch, glaube ich, die längste Stage der ganzen Rallye, Alter, da hab ich auch ein Glück, ey. Rechts 4 minus. Hin, links 3, für, Abzweigung, links ab, für, Kuppe. Auf, rechts 2, minus, schneiden, auf, links 2, kurz, in, rechts 2, auf, Haarnadel, oh, links. Oh, Leute, meine Reifen sind nicht dafür gemacht mehr. Für, rechts 3, minus, für, Kuppe, in, Spitz, rechts. Ich habe echt Glück, dass die Bremsen nicht in Geist aufgehen, weil sie funktionieren relativ lange noch ganz gut. Rechts 3, plus. Ja, über die Stage 15, noch durch. Rechts 2, öffnet. Glück gehabt, würde ich mal behaupten. Okay, wir sind noch nicht durch. Noch kann ich die Fresse bitte nicht aufreißen. 50, rechts 3, noch kann leider alles auf, geschehen. Links 4. 70, links 2, minus. In, Spitz, rechts. Für, rechts 2, minus. Auf, links 3, minus. Wacht, zu, links 1. Oh, Reifen blockiert. Upsala. 50, rechts 3, auf, links 2. Das wird leider, denke ich mal, kein erster Platz hier oder kein Podiumsplatz werden, weil ich denke einfach, das Problem ist, dass ich halt wirklich einfach nicht mehr die Leistung von dem Wagen abrufen kann und nicht mehr so schnell fahren kann. Weil da geht sicher deutlich mehr. Schikane? Schikane? Wo war da Schikane, du Arsch? Irritier mich doch bitte nicht. Oh Gott. Mein Lenker schlackert gerade ein bisschen. Das ist gerade nicht so gut. Auf, Gefahr, rechts 1 plus, kurz, in, links 2 minus. Auf, rechts 2, Abweichung, Wacht, zu, rechts 4. So, letzte Stage, oder letzter Sektor. Für, Gefahr, rechts 1 plus, auf, links 2, sehr kurz, in, rechts 2, nicht schneiden. Für, rechts 2 minus, schneiden, in, links 1 minus, öffnet sich. Oh, Alter, mein Getriebe, meine Elektronik gibt gerade einen Geist auf. Da fliegt gerade alles auseinander, was fliegen kann. Plus. Für links 1 plus, lang auf, Haarnadel rechts nicht schneiden. Auf, links 5, lang. Komm schon, Süßer, das schaffen wir noch ins Ziel. Für Achtung, rechts 2 minus. Ich muss wirklich sagen, es ist wirklich Nullenrippe dem Ding, weil am Lenkrad ist nur noch vibrieren. Schön fahren ist anders, kann ich euch so 30, viel sagen. Links 2. Achtung, Abzweigung, rechts ab, schneiden, 30, spitz links, Wacht, zu, links 4. Auf, rechts 1, auf, links 4, Wacht, zu, oh, links 2, minus. Du hast jetzt hier noch ein bisschen rausgerutscht. In, spitz rechts, und geschafft. Nein, ah, oh, fuck. Da drückt ihr mir deine Strafe rein, du Fixspiel. Fuck. Oh, ich war so gut. Wir waren 2 Sekunden vor denen. Verfickte 2 Sekunden. Scheiße. Sogar 3 fast. Ja, es wären 3 Punkte gewesen. Kacke. Dieses Strafsystem. Ich hau da noch wen bald. Ja, okay. Sag mal so, wenn du wirklich am Limit fährst und wirklich Vollgas, kannst du hier auch mit Experte in die Punkte reinkommen. Beziehungsweise gut fahren. Ah, was ein Ritt. Das Rallye Sardinien. 15. geworden. Ah, unser Team hat ja wenigstens 12 Punkte geholt. Wir sind ja nicht als eine im Team. Also wir sind ja nicht der einzige Fahrer vom Team. Puh. Na gut, ja. Das Strafsystem Sardinien muss ich auf jeden Fall weniger cutten, muss ich mich dran gewöhnen. Aber wir hätten es geschafft. Wir hätten wirklich 3 Punkte da geholt. Schade, schade. Nächste Rallye geht es nach Rallye Polen. Sehe ich gerade. Danach Polen-Rallye ist die nächste, die wir haben, ja.
Gut, ja, wie gesagt, ihr entscheidet, welchen Schwierigkeitsgrad wir das nächste Mal fahren. Ich würde gerne wieder auf schwer wechseln, je nachdem, wie ihr wollt. Wir schaffen es auch auf Experte, ihr habt es gesehen, man kann es schaffen. Etappe 4 und auch die 7. haben es jetzt gezeigt. Mit Fliegen lassen geht es. Und ja, aber das schaffst du eher. Fliegst weit raus, ja, alles okay, wir schleppen dich zurück, gar kein Problem. Oh nee, du hast leicht gekannt, 5 Sekunden, Junge. Also, ist ja okay, die 5 Sekunden, ich verstehe es ja, aber dann auch bitte bei anderen Sachen Strafen geben zumindest. Aber, naja. Gut, da würde ich sagen, bin ich raus. War heute eine sehr, sehr interessante Folge. Und wenn es euch trotz dessen gefallen hat, würde ich mich natürlich mal ein Like freuen. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.